Afanasij Svirin war als Politkommissar einer Division in der Schlacht um Stalingrad eingesetzt. Im Frühjahr 1943 berichtete er in einem Interview über die Gefechtsausbildung von Panzerabwehrsoldaten. Wie beseitigt man Panzerangst in der Praxis? Wir hämmerten jedem Panzerabwehrsoldaten vor allem die Kraft, Stärke und Grausamkeit der Panzerabwehrwaffen ins Bewusstsein. Mit Platten, die wir von der Eisenbahn beschafft hatten, gaben wir jedem Soldaten die Möglichkeit, sie zu durchschießen. Jeder Soldat überzeugte sich selbst davon, dass er einen Panzer treffen und die Panzerbüchse gut beherrschen kann. Платила